den Bus hören, ihn aber nicht sehen, Morphle. Ha? Ha? Bus winzig. Ein winziger Bus mit Busfahrer Stacy. Wie ist das denn passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich fuhr die Straße entlang und zapp, auf einmal war ich winzig. Wir müssen dir wieder deine alte Größe zurückgeben. Bitte beeilt euch. Ich muss noch Fahrgäste abholen. Wir helfen dir. Morphle, verwandle dich in einen Bus. Ja, Morphle, Morph, Morph. Sieh nur, da ist ja alles winzig. Was ist hier nur los? Wo ist Officer Freeze? Kusch, bleib weg von mir. Kusch. Danke, Mila. Die Banditen haben mich geschrumpft, als ich in mein Auto einsteigen wollte. Ich wusste, dass die dahinter stecken. Aber wie sollen wir sie nur finden? Ich weiß wie. Wir folgen der Spur geschrumpfter Dinge. Morphle, verwandle dich in ein Polizeiauto. Wir lassen den heutigen Tag magisch werden. Morphle, Morph, Morph! Ein Mini-Fußball? Sowas! Eine Mini-Polizeistation! Sie haben ja sogar den Eiswagen geschrumpft! Was? Nicht in meiner Stadt! Die Banditen sind auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Aber wo sind sie jetzt? Winzig kleiner Kran. Wir müssen uns den Schrumpfstrahler holen. Verfolge die bösen Banditen, Morphle. Gebt uns den Schrumpfstrahler, ungezogene Banditen. Niemals! Lass uns los! Abschuss! Jetzt schrumpf Morphle! Hey, was ist da los? Morphle, schnapp Banditen! Danke für eure Hilfe, Mila und Morphle. Und euch werde ich wohl mal eine Zeit lang so klein lassen. Ja. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Hey, süßer kleiner Kerl. So lustig. Eines Tages wirst du groß und furchterregend sein. Mit diesem Zapper, den wir von Professorin Paula gestohlen haben, können wir diese Tiere in Riesen verwandeln. Das wird ein toller Tag in der Tierauffangstation, Morphle. Mila, Morphle, die Banditen verwandeln alle Tiere in Riesen. Oh nein, wir müssen den Zapper zurückholen. Morphle, verwandle dich in einen Superhelden. Das ist nicht toll, Barky. Wow. Oh nein! Oh nein! Gebt uns den Zapper, Banditen! Das glaube ich nicht. John, zapp sie weg. Oh, oh, das haben wir nicht bedacht.
kommen wieder! Ja! Toll! Jetzt zappen wir alle Tiere zurück! Da! Das ist der Pinguin! Nummer 1. Hallo, wir sind wieder da. Toll, aber... Oh nein, ihr seid sehr klein geworden. Aber ihr seid immer noch großartig. April! Muffel, verwandle dich in einen Ball. Ich wünschte, ich könnte mich auch in lustige Dinge verwandeln. Ich habe eine Idee. Glitzermops kann uns in magische Haustiere verwandeln. Kannst du uns in Morphles verwandeln? Lasst uns ein Spiel spielen. Wer am höchsten hüpfen kann, der gewinnt. Mach einen Morphle. Was? Nein! Toll! Morph-Helikopter! Oh. Wow! Wow! Morph-Event! Ist das Mr. Vanderbus? Boah, das kann nicht gut sein. Folgen wir ihnen. Versuch zu landen, April. Das ist nicht einfach. Oh nein! Sie haben den Kran getroffen. Offen ist okay, aber der Kran wackelt noch. Keine Sorge, Bilder Mary. Ich bin hier um. Schnell, Morphle! Verwandle dich in ein Flugzeug! Ah! Wuhu! Puh! Diesmal will ich ein Roboter sein! Mir leid. Ich habe eine andere Idee, um ihn zu fangen. Lass uns zusammenarbeiten. Stoppt jetzt hier. Nein! Ja, wir haben es geschafft. Ihr zwei habt in der Stadt für viel Ärger gesorgt. Es tut mir leid, Mila und Morphle. Ich sollte kein Morphle mehr sein. Kannst du uns bitte zurückverwandeln, Glitzermops? Nein! Ich hatte so viel Spaß! Es hat Spaß gemacht, aber ein Morphle zu sein war so schwer. Ich bin froh, wieder ich selbst zu sein. Es kann nur einen Morphle und eine April geben. Und ich liebe euch beide. Hattet ihr Spaß auf dem Jahrmarkt, Mila und Morphle? Ja! Und ich kann es kaum erwarten, mit unserer gewonnenen Babypuppe Teepartys zu spielen. Morphle denkt, Baby will keinen Tee. Komm schon, Morphle. Lass uns den heutigen Tag magisch machen. Mimi, kannst du unser Püppchen zum Leben erwecken? Dann kann sie wirklich mitmachen. Hallo, Baumeisterin Mary. Hallo zusammen, ich brauche ein magisches Haustier, das mir hilft, schwere Ziegel zu bewegen. Kann mir jemand helfen?
Animi könnte sie zum Leben erwecken und sie könnten sich selbst bewegen. Das wäre doch toll! Wir sind bald wieder da, Mila und Morphle. Tschüss, tschüss! Nein, Riesenbaby! Magische Leckerbissen sind keine Babynahrung. Verwandle dich in einen Ball. Oh oh, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, das Baby zum Leben zu erwecken. Lass sie uns zu Animi bringen, damit sie wieder in eine Puppe zurückzaubern kann. Oh nein! Baby, hör auf damit! Du wirst Mr. Wanderlust und Barky verletzen. Morphle, verwandle dich in einen Drachen, um das Baby vom Auto zu holen. Oh nein! Stopp, Riesenbaby! Das ist doch kein echtes Eis! Oh nein! Mein Wagen! Tut mir leid, Geraldo. Wir helfen dir später beim Reparieren. Morphle, verwandle dich in einen Kipplaster, um das Baby zu fangen. Morphle? Ich habe eine Idee. Wiegen wir das Baby in den Schlaf. Funke, funke, kleiner Stern. Ach, wie bist du mir so fern. Du hast es geschafft, Morphle. Animi, kannst du unsere Babypuppe bitte wieder normal machen? Morphle denkt, Baby ist wach. Oh, bitte beeil dich, Animi. Mila, was ist hier los? Entschuldige, Papa. Nächstes Mal können wir Teepartys spielen, ohne die Spielzeuge zum Leben zu erwecken. Jeder Tag ist ein magischer Tag mit einem magischen Haustier. Jordi, wollen wir was spielen? Ja! Ja! Fangen! Klasse! Komm, Morphle, wir machen... Morphle auch spielen! Ja gut, ich weiß auch schon wie. Ihr beide spielt in Orphels Mannschaft und wir in Morphles. Ja, ein magisches Haustier im Team. Auf geht's, Morphle. Lass uns den heutigen Tag magisch werden lassen. Gefangen. Orphle, verwandle dich in ein Flugzeug, damit wir davon düsen können. Orphle liebt Flugpferde. Morphle, verwandle dich in einen Drachen, damit wir schneller sind und sie fangen können. Morphle, geht doch nichts über einen wunderschönen, sauberen Anzug, nicht wahr, Barky? Mein wunderschöner, sauberer Anzug. Verwandle dich in einen Hubschrauber. Ja. Schnell. Wir dann schnell. Gefangen. Du bist. Oha. Danke sehr. Morphle, verwandle dich in einen Hüpfball und lass uns nach da drüben hüpfen. Morphle, hopp, hopp. Mein wunderschöner, sauberer Anzug. Nicht schon wieder. Entschuldigung. Morphle, verwandle dich in einen Rennwagen. Hüpfball. Och nö, komm schon. Oh oh! Attacke! Gefangen! Morphle, gib dir ganz lange Arme, um Orphle und Jordi zu fangen, sonst entwischen sie uns. Langsam, Orphle!
wir genug gefangen. Ich auch. Und mein Anzug hat sich dank euch Schmutzflecken eingefangen. Moment, was zoomt denn hier so? Hm, ist ja auch egal. Also, mein wunderschöner, sauberer Anzug. Hier, schaut mal. Das hab ich gemacht. Für meine allerbesten Freunde. Morphel? Ich wollte ihm seine Medaille doch gerade geben. Was ist das? Morphel, Morph, Morph! Morphel! Oh, ich weiß doch nicht, wo er steckt. Keine Angst, Mila. Wir finden ihn schon, wir zusammen. Danke, April. Wo sollen wir zuerst suchen? An allen Orten, die er über alles liebt. Angefangen beim Wagen des Eisverkäufers. Oh, eine super beste Freunde-Medaille für mich? Morphel braucht Medaille. Aber meine kriegst du nicht. Hier findet er uns nie. Geraldo, hast du Morphel gesehen? Ah. Oh nein, Morphel steckt in Schwierigkeiten. Ich muss ihm helfen. Nur, wie kommen wir da hoch? Morphel! Mila! Geht's dir gut? Banditen, böse! Morphel, verwandle dich in einen Allzweckanzug, damit wir sie zusammen aufhalten können. Morphel, Morph, Morph! Wir müssen schneller werden. So, bis hierhin und nicht weiter, Banditen. Na gut, hier ist deine Medaille. Wie jetzt? Du hast die gar nicht für mich gebastelt? Morphel, hast du die für mich gebastelt? Die ist so wunderschön. Bist du traurig, weil du keine Medaille bekommen hast? Mila hat Morphel Medaille gemacht. Na klar doch. Du bist nicht nur mein super bester Freund, sondern du machst jeden Tag auch einfach super magisch. So, fertig. Wow, was für eine super tolle Zeitmaschine. Danke für deine Hilfe, Professor Paula. Da werden die anderen in der Schule Augen machen. Wow! Das Teil da will ich! Hey! Die Zeitmaschine! Und ab in die Zukunft! Morphel, verwandle dich in eine Rakete, damit wir Winston und die Banditen verfolgen können! Wow! Wir sind in der Zukunft! Dort drüben sind sie! Der Robohund ist ja super! Den will ich haben! Wow, wow! Wenn Winston einen Roboter haben will, dann soll er einen bekommen! Morph, Morph! Lass los, Winston! Finger weg! Das gehört mir! Morphel! Mila! Winston! Mila! Morphel! Verwandle dich schnell in einen Triceratops und rette uns!
Hab den T-Rex besiegt! Wo ist der jetzt bloß? Schnell, mir nach! Hey, hier sind wir, Dino Trampel! Bleib genau, wo du bist! Schön da bleiben! Jetzt! Knopf drücken, Winston! Das Teil mag ich nicht mehr! Vielleicht sollten wir das lieber wieder Professor Paula zurückgeben. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Zurückgeblieben. Was ist das denn, Officer Freeze? Damit kann man mit anderen den Körper tauschen. Das Modul muss sich wegschließen, bevor es Schaden anrichtet. Ups. Das tut mir leid, April. Wie jetzt? Ich habe einen Schnauzer? Oh, oh! Sie haben die Körper getauscht! Das ist jetzt April! Hi, Morphe! Und da haben wir Officer Freeze! Hallo, Morphe! Wie sein? Wo gehen? Lass mich doch runter! Erst wenn ich das ganze Eis bekommen habe! Officer Freeze! Ich brauche Ihre Hilfe! Entschuldigung, aber ich bin doch April. Mach schon, Mila. Tausch unsere Körper zurück. Die Batterie ist aber leer. Wir müssen sie erst aufladen, bevor ihr wieder in eure Körper zurück könnt. Keine Sorge, Leute. Ich habe alles unter Kontrolle. Stellt den Eiswagen sofort wieder ab. Will das kleine Mädchen uns etwa sagen, was wir tun sollen? Nicht in meiner Stadt. Seid nicht so frech, ihr frechen Früchtchen. Mach dich locker, Freeze. Schnell, Morphle, verwandle dich in einen Kipplaster. Und jetzt holen wir uns das leckere Eis zurück, Morphle. Da vorne. Jetzt nach hinten. Ganz leicht nach rechts. Jetzt ein bisschen links. Ja, wir haben's. Lass den Kran Kran sein. Wir holen uns jetzt auch ein lecker Eis. Lass das! Schnell, Morphle! Verwandle dich in einen Superheld! Jetzt lass uns den Wagen einfangen! Geraldo, wir sind gleich da! Schneller, Morphle! Gleich haben wir ihn! Ja. Danke, Mila und Morphle! Zack! Das ganze leckere Eis gehört mir! Nicht in meiner Stadt. Die schnappen wir. Moment, ich komme nicht an die Pedale ran. Und ich kann nicht fahren. Die kriegen wir schon. Morphle, verwandle dich in einen Drachen. Morphle, Morph, Morph. Springt auf. Feuerstoß, Morphle. Ich bin wieder selbst. So ist's besser. Und ihr drei wandert jetzt ins Gefängnis. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Und mein leckeres Eis. Aber gerne doch. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Freust du dich schon drauf, April bei ihrem Kunstprojekt zu helfen, Cromer? Dann los! Mila! Hallo, Morphle! Mila? Verwandle dich in einen riesigen, gruseligen Bären! Morphle mag gruselig gar nicht! Das wird ein Riesenspaß, Morphle! Jetzt mach schon! Na gut, Mila! Auf geht's, Morphle! Machen wir den heutigen Tag einfach miserabel! Ich wollte magisch sagen. Alles klar, Mila. Und wenn wir mit April gemalt haben, holen wir uns alle ein leckeres Eis, Morphle. Morphle? Morphle!
Mila und Morphle? Wow, eine ganz neue Verwandlung. Oh ja, das ist sie, nicht wahr, Morphle? Bärengebrüll. Oh? Jetzt! Ah! Vorwärts, Morphle! Oh, da ist April! Komm mit! April, was ist denn passiert? Mila, aber gerade warst du doch noch mit Morphle hier. Was, ich mit Morphle? Oh nein, das muss meine Reflexion aus der Spiegelwelt gewesen sein. Die böse Mila. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Lecker. Morphle, geh weg von ihr. Ich bin die echte Mila. Oh nein. Ich bin die echte. Ich habe eine Idee. Ich bin die echte Mila. Nein, ich bin die echte. Oh, was war das denn? Morphle, verwandle dich in einen gruseligen Hai, um die zu verscheuchen. Nein, Morphle, verwandle dich in einen Hubschrauber und flieg davon. Oh, Morphle, jetzt nicht wissen, was tun. Das habe ich mir überhaupt nicht so vorgestellt. Echte Mila? Ja, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Den werde ich's schon zeigen. Achtung, die böse Mila haut ab. Wir müssen Herrn Spiegel direkt vor sie stellen. Morphle, verwandle dich in einen Hubschrauber. Alles klar. Du gehst jetzt zurück nach Hause. Niemals. Jetzt bist du in Sicherheit, Morphle. Morphle liebt Mila. Mila, Morphle, der Betreuer rief an. Er sagt, er braucht eure Hilfe im Zoo. Okay, Papa. Morphle, verwandle dich in ein fliegendes Haus. Mila, Morphle, toll! Ich brauche eure Hilfe. Könnt ihr beide helfen, diesen Pinguin, dieses Kamel und diesen Affen in ihr neues Wildnishaus zu bringen? Klar! Toll! Wir können alle in Morphle, dem fliegenden Haus, fliegen. Die Wüste ist heiß und trocken. Das ist das perfekte Zuhause für ein Kamel. Morphle, schau mal! Es ist ein Drache! Ich glaube, er will mit uns kommen. Ich denke, wir können ein neues Zuhause für ihn finden. Nicht wahr, Morphle? Yeah. Oh oh. Der Südpol ist das perfekte Zuhause für einen Pinguin. Aber für einen Drachen ist es viel zu kalt. Okay, gehen wir an einen anderen Ort. Der Regenwald ist das perfekte Zuhause für einen Affen. Oh oh, aber ich glaube, der Regenwald ist zu nass für Drachen. Es ist nicht einfach, den perfekten Ort für einen Drachen zu finden, aber wir geben nicht auf. Sieh mal, Morphle, da ist ein Vulkan. Das ist der perfekte Lebensraum für einen Drachen. Okay, Drache, du scheinst dich in deinem neuen Zuhause sehr wohl zu fühlen. Jetzt ist es Zeit für Morphle und mich, nach Hause zu gehen. Bye, bye. Verstehe ich. Du bist ein magisches Haustier. Es ist egal, wo auf der Welt sich magische Haustiere aufhalten. Sie fühlen sich nicht zu Hause ohne ihre menschlichen Begleiter. Aber ich habe schon ein magisches Haustier. Morphle. Aber ich weiß, wo wir einen tollen menschlichen Begleiter für dich finden können. Ah.
Im Zentrum für magische Haustiere finden wir schnell einen magischen Partner für dich. Lasst uns den heutigen Tag magisch machen. Morphle, verwandle dich in mich. Jetzt zieh das an und wir können Papa und unseren Freunden Streiche spielen. Du siehst genauso aus wie ich. Morphle ist Mila. Oh, du bist es, Mila. Ich hab dich nicht kommen sehen. Das liegt daran, dass ich noch hier oben bin. Dann musst du Morphle sein? Hey, Mila, willst du und Morphle spielen? Morphle nicht hier, aber Mila spielen? Toll, gehen wir. Hi, Mila. Hi. Was sollen wir spielen, Mila? Du kannst dir so gut lustige Spiele ausdenken. Fangen? Ja, okay, Mila, du fängst. Hab dich. Wow. Ist nicht bei Ihnen. Also können wir Ihnen Ihr Spielzeug klauen. Großartige Idee! Hey, der gehört uns! Danke für den Hula-Hoop-Reifen! Gib ihn zurück! Mila! Hey, das ist nicht nett! Was passiert hier? Lass mich runter! Es gibt zwei Milas! Hey, komm zurück! Hat es dir Spaß gemacht, ich zu sein? Ja, aber Morphle am liebsten ist Morphle. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. So, Mila und Morphle, wollen wir picknicken? Ja, Papa. Juhu, Picknick. Wir gehen in den Park. Pass gut auf das magische Tierzentrum auf, während wir fort sind. Tschüss, ihr alle zusammen. Komm mit, Morphle. Das wird heute ein magischer Tag. Sie sind fort. Und jetzt klauen wir Atmo und mit unserem Bandito-Mobil bündeln wir dann seine Frostkraft. Nicht übel. Hab ich. Nun können wir Atmos Frostkraft nutzen und durch diese Röhre abfeuern. Hallo, die Dame. Oh, stört Sie das heiße Wetter auch so? Ja, fürchterlich. Wie nett, dass Sie fragen. Frier Sie ein. Viel besser, nicht wahr? Das sieht nach dem perfekten Picknickplatz aus. Hey, wo kommt das Eis denn her? Von den Banditen. Sie haben Atmo und mit seiner Frostkraft vereisen sie alles. Oh, Atmo. Die sind dran. Oh nein, Morphle ist eingefroren. Morphle, verwandle dich in was Riesiges und spreng das Eis. Super gemacht, Morphle. Jetzt müssen wir die Banditen schnappen, bevor sie die ganze Stadt einfrieren. Leute einfrieren? Nicht in meiner Stadt. Stehen bleiben.
Aber wir sitzen doch, Officer Freeze. Aufgepasst, Muffel. Schnappen wir sie uns. Geschmolzen hast, Morphle. Jetzt verwandle dich in einen Monster-Eistruck. Super gemacht, Morphle. Oh, wie wäre es damit? Oh nein, mein wunderschöner Eiswagen! Dann lasst uns doch ein Eispicknick machen. Ja, lecker Eis! Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Die Blumen sehen toll aus, Mila. Aber die Gelben dort drüben könnten mehr Erde brauchen. Morphle hilft! Morph! Wow, danke für die Hilfe, Morphle. Ich glaube, die Blumen wollen jetzt noch etwas Wasser. Morphle spielt! Ach nö, Morphle. Jetzt bist du voller Matsch und alle um dich herum auch. Morphle-Matsch! Jetzt bist du ein echter Matschkopf, Morphle. Zu viel Matsch aber. Folg mir, Morphle. Lass diesen Tag magisch werden. Aber auch ein Bad nehmen. Das Wasser hier ist so schön warm. Sieh mal, da kommen noch Blubberblasen rein. Morphle, kein Bad! Jetzt komm schon, Morphle. Zeit zu baden. Morphle! Halt dich fest, Morphle. Vielleicht, wenn er sich in einen Ball verwandelt? Aber dann hüpft er ja davon. Jetzt hab ich's. Morphle, verwandle dich schnell in einen Pinguin und dann stürze ins Schwimmbecken. Morphle! Ich fang dich auf, Morphle. Wow, yippie! Morphle glitscht rum. Wow, ein durchflutschender Pinguin. Hi. Morphle, ich bin dir dicht auf den Fersen. Das muss jetzt mal aufhören. Du verteilst den Matsch überall. Achtung, da vorne ist der Wetterbus. Morphle, verwandle dich jetzt in einen Schwamm, der das Wasser aufsaugt. Morphle! Mein schönes Eis! Yay, schönes Eis! Mm. Wow! Achtung, Morphle! Ich bin ja ganz nass! Matsch! Von Matsch bin ich überhaupt nicht begeistert! Ab nach Hause und nehmt diesen Schlamassel mit euch. Tut uns leid, Herr Wenderbus. Und Bello, wird gemacht. Also dann, Morphle, du schwabbelig-schwammiges Schwämmchen. Somit ist für dich Zeit zu baden. Unser Matschkopf war gar kein Quatschkopf. Er badet mit uns. Ganz genau. Und du bist jetzt sauber, Morphle. Also darfst du raus aus dem Bad. Morphle badet jetzt. Morphle bleibt drin. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Hey, Papa, sieh mich an. Ich kann dich nicht sehen, Mila. Sieh nach oben. Hi. Morphle und Mila, der Superheld. Morphle will mitmachen. Morphle, was machst du da? Morphle, Superanzug! Juhu! Jetzt können wir alle Superhelden sein. Lasst uns den heutigen Tag machen.
magisch machen. Oh, ich habe eine Idee. Lasst uns ein Rennen veranstalten. Morphel gegen Orphel? Orphel rennt gegen Morphel. Wer zuerst auf dem Berggipfel ist, hat gewonnen. Achtung! Fertig, los! Orphel, warte! Wow! Oh nein, jetzt sind sie vorne. Lass uns springen. Wow! Ja! Was? Orphel, das war nicht nett. Gut gemacht, Orphel. Ich habe mich noch nie so stark gefühlt. Ich glaube, ich kenne eine Abkürzung. Geh da lang, Morphel. Juhu! Ich glaube, wir gewinnen, Orphel. Orphel, lass uns Räder und einen Jetpack morphen, um über den Fluss zu springen. Yay! Morphel, morphe Flügel, damit wir den Berg hochkommen. Morphel, morph, morph! Mila gewonnen? Ich glaube, es ist ein Unentschieden. Ja! Orphel nicht gewonnen? Wir alle haben gewonnen. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, Spaß zu haben. Das zählt wirklich. Jeder Tag ist ein magischer Tag mit einem magischen Haustier. Oder zwei. Hallo, Mila und Morphel. Hallo, Tante Augustine. Tantchen kriegen Geschenk. Haben wir ganz aus recycelten Plastikflaschen gemacht. Oh, das ist ja zauberhaft. Oh, Dankeschön. Kommt, ihr kriegt erstmal einen leckeren Kuchen. Morphel, lieben kuchigen Kuchen. Oh, meine Halskette, sie ist weg. Keine Sorge, Tante Augustine, wir finden sie. Oh. Das ist ein Fall für Detektivin Mila. Aha, unser erster Hinweis. Oh, ein Bonbonpapier. Die Halskette finden. Ich weiß schon. Morphel, verwandle dich in einen Spürhund. Jetzt folge dem Geruch des Bonbons. Super gemacht, Morphel. Du hast noch eins gefunden. Ha? Was ist denn los, Morphel? Bonbon-Geruch weg. Hier müssen irgendwo noch mehr Hinweise sein. Aha, da ist der zweite Hinweis. Ah. Jetzt wissen wir, wer die Halskette von unserer Tante Augustine hat. Kaninchennase? Nein, du Dummerchen. Die Banditen. Das ist bestimmt ein Haufen Knetwerk. Gib das zurück. Halskette von Tantchen. Ja, hauen wir lieber ab. Fresst unseren Staub. Hey, kommt wieder her. Verwandle dich in einen Drachenflieger. Da sind sie. Banditen, zu schnell! Morphel, lande da drüben! Morphel, verwandle dich in eine Spinne! Morphel, morph, morph! Gleich musst du ein riesiges Netz zwischen den beiden Häusern spinnen! Jetzt, Morphel! Yay! Geschafft!
Saubere Arbeit, Detektive Mila und Morphle. Ihr habt die Halsbanddiebe geschnappt. Oh, meine Halskette. Die stelle ich sofort sicher. Oh, danke sehr. Wärt ihr nicht in dieses riesige Spinnennetz geflogen, hätten wir die Halskette zu einem fetten Haufen Kohle machen können. Winston, Morphle und ich haben die Halskette aus recyceltem Plastik gebastelt. Nein, du hast gesagt, das wären Diamanten. Oh, das mag ja vielleicht aus Plastik gemacht sein, aber es ist das Wertvollste, das ich besitze, weil ihr beide es für mich gemacht habt. Danke euch. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Morphle, hüpft doch her. Hi, Mila, Morphle, Boba. Seht euch mal meine allerneueste Erfindung an. Wow, die sieht unglaublich aus. Was ist das? Sie kann alles größer machen. Kann es auch Bobas Blasen größer machen? Oh. Lasst es uns doch herausfinden. Ups. Oh nein! Das magische Haustierzentrum! Morphle, verwandle dich in einen Hubschrauber und hol uns aus dieser Blase! Und jetzt fliege zum magischen Haustierzentrum und lass die Blase platzen. Wenn die Blase zerplatzt ist, verwandle dich in einen Fallschirm, damit das Gebäude sicher auf den Boden kommt. Ich hoffe, er hat dich gehört. Morphle, Blase platzen! Morphle, Fallschirm! Gefahr ist gebannt. Stehen bleiben, du bist verhaftet. Du hast das Recht, riesig zu bleiben. Jede Luftblase, die du machst, kann und wird vor Gericht gegen dich verwendet werden. Oh nein, alles ist in Blasen. Morphle, verwandle dich in einen Superhelden. Morphle, jetzt halt still! Da-da-da! Mega Morphle! Da ist er! Wir helfen dir, Boba! Jetzt müssen wir uns um die restlichen Blasengebäude kümmern. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Heute haben wir in der Schule was über Brandschutz gelernt, Morphle. Spaß! Super mitgedacht, Morphle. Sollte jetzt ein Feuer ausbrechen, sind wir bestens gerüstet. Morphle, ich weiß, wie wir das Feuer löschen können. Pfui. Mr. Vanderbus, sind Sie okay? Morphle und ich haben Rauch gesehen. Ich wollte doch einfach nur hier grillen. Oh, das tut uns leid, Mr. Vanderbus. Aber Sie wissen ja, wie es heißt. Sicherheit an erster Stelle. Ja, und mein Hunger nur an zweiter. Halt die Augen auf, Morphle. Vielleicht braucht jemand unsere Hilfe. Ist gut. Ich rieche Rauch. Da drüben. Morphle,
Wir brauchen ein riesiges Löschfahrzeug, um mit dem Feuer fertig zu werden. Mila, verstanden! Da drüben, Morphle! Nimm deinen Feuerwehrschlauch und lösch das Feuer! Mr. Vandeboos? Aber was machen Sie denn hier? Kann ein Mann denn wirklich nirgendwo mehr in Frieden grillen? Oh nein! Ups! Aber lieber einmal zu viel aufgepasst als zu wenig. Auf mich müsst ihr aber nicht aufpassen. Was lange währt. Hier kann uns keiner mehr stören. Endlich können wir ordnungsgemäß grillen. Feuer! Oh, Feuer! 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 Oh! Dieses Mal brennt es aber wirklich! Mila, Morphle! Oh Junge, bin ich froh, euch zu sehen! Barky! Rettet doch bitte meinen Barky! Morphle, verwandle dich in einen Kipplaster! Damit bekommen wir das Feuer gelöscht! Schnell! Schaufle dich mit Sand voll! Ha! Eine super Idee, Mila! Und jetzt kipp den Sand auf das Feuer! Das war ganze Arbeit, Mila und Morphle. Danke, Feuerwehrfrau Stacy. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Schaffen wir das heute, drei ganz verschiedene Sachen zu malen? Na klar. Morphle, verwandle dich in einen Pinsel. Morph, Morph! Auf geht's! Erschaffen wir Kunst! Nein! Haben Sie. Hä? Hä? Hallo. Magst du unser Bild? Ihr habt mein Porträt zerstört. Ihr habt mein Auto zerstört. Ihr habt meine Scheune zerstört. Aber ich verstehe das nicht. Als wir gegangen sind, war doch alles super. Halt, Moment mal. Orphel, hast du heute irgendwas angemalt? Ja, Orphel hat gemalt. Und was hast du angemalt? Bild, Auto, Scheune, malen Spaß. Oh, Orphel, da hast du aber was angemalt, was du gar nicht anmalen solltest. Hilfst du uns, das wieder gerade zu biegen? Klar. Super, Morphle und Orphel verwandelt euch in Pinsel. Morphle und Orphel, Morph, Morph. Oh, wunderbar. Ihr habt meine Schönheit in ganzer Pracht eingefangen. Oh, ich habe eine Idee. Morphle und Orphel verwandelt euch in Elefanten. Morphle und Orphel, Morph, Morph! Wunderbar. Jetzt sieht mein Auto aus wie neu. Dafür brauchen wir aber was Mächtigeres als Elefanten. Oh, aber klar doch, Morphle und Orphel verwandelt euch in Löschfahrzeuge. Morphle und Orphel, Morph, Morph. Wunderbar.
Dank euch sieht meine Scheune wieder richtig toll aus. Dank dir konnten wir alles in Ordnung bringen, Orphel. Orphel ist Malermeister. Da, schau her. Dann mal los. Wir müssen heute wohl noch einiges überpinseln. Herr Spiegel, können Sie uns zeigen, was in der Spiegelwelt passiert? Das kann ich ganz sicher, Miller. Morphe liebt Spiegelwelt. Orphel! Nein, 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 Morphe. Stecken wieder in mich rein. Das ist Orphel. In der Spiegelwelt ist alles das Gegenteil von dem, was es in unserer Welt ist. Und da Morphe sehr freundlich ist, befürchte ich, dass Orphel in seinem Sinn nur Böses hat. Gute Idee. Wir können nicht zulassen, dass Orphel in der Stadt herumläuft und Chaos anrichtet. Komm, Morphel, lass uns eine Weile mit Chroma spielen. Hallo, Morphel. Wie geht's dir heute? Police-Officer? Schön. Was machst du denn da? Orphel! Morphel, du kannst mich nicht einfach hier lassen. Klingt, als ob jemand nach dir sucht, Morphel. Ah, da bist du ja, Morphel. Jetzt hol mich hier wieder runter. Danke, aber ich mag diese Art von Blödsinn nicht. Sicher, nein, 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 nein. Aber du hast mich doch überhaupt erst auf das Dach gebracht. Aber Morphel war die ganze Zeit mit uns drinnen. Nein, er hat mich auf das Dach gesetzt und darüber gelacht. Und zwar so. Oh nein, das klingt nach Orphel. Wir müssen ihn finden. Was machst du denn da, Morphel? Brauchst du irgendwas? Hey, was ist denn hier los? Das ist nicht lustig, Morphel. Aber wenn das Morphel ist, wer ist das? Morphel! Wer gewinnt? Und wer ist der echte Morphel? Wir müssen dafür sorgen, dass Orphel nicht mehr so tun kann, als wäre er Morphel. Chroma, male Orphel grün an. Orphel grün? Ich hoffe, wir müssen Orphel nicht wiedersehen. In meiner Stadt. Oh, sieh seinen Hypnosestrahl auf ihn abjagen. Lass sie das Gebäude abreißen. Gebäude abreißen. Morphel, verwandle dich in einen riesen Roboter, genauso groß wie die ganzen Häuser sind. Morphel! Jetzt halte Mary auf, bevor die ganze Stadt kaputt ist. Morphe hält Mary auf. Nein, Morphe. Hilf ihr, die Stadt kaputt zu machen. Alles klar, Bandit. Oh nein, Morphe ist böse geworden. Dank dem Hypnosestrahler, den wir der Wissenschaftlerin Paola gestohlen haben, muss jetzt jeder in der Stadt tun, was wir ihm sagen. Gib uns ein Gratis-Eis. Gratis-Eis. Papa, die Banditen machen, dass alle die Stadt zerstören. Wie können wir sie aufhalten? Ich weiß.
weiß schon wie. Wir sind die formidabelsten Fieslinge. Und das alles nur dank des Hypnosestrahls. Papa, schnapp die Banditen. Hey! Paula da, der Hypnosestrahler. Den nehme ich. Hey! Jetzt schnell, enthypnotisier Morphel. Mary und Polizist Freeze. Morphel und Bauarbeiterin Mary, könnt ihr die Stadt wieder aufbauen? Morphel mag aufbauen. Aha. Polizist Freeze, nehmen Sie diese Banditen fest. Da ihr die Stadt demoliert habt, wandert ihr in den Knast. Warum macht eigentlich jeder genau das, was Mila ihm sagt? Ja, hast du die etwa hypnotisiert? Wir haben das nicht gemacht, weil Mila uns hypnotisiert hat, sondern weil sie mit ihrer Idee richtig lag. Leute zu etwas zu zwingen, das sie nicht tun wollen, ist nicht sehr nett. Das habt ihr alle super gemacht. Mit einem magischen, wandelbaren Haustier ist jeder Tag einfach magisch.